Wir bauen das schönste Haus in Braunau, am schönsten Platz in Braunau, mit den besten Professionisten und Architekten und mit den besten Baufirmen, mit den geduldigsten Nachbarn. Gleich zur Aufklärung, das schönste Gebäude in der Stadt Braunau ist für mich nach wie vor die Stephanskirche. Wir haben jetzt da an der Schnittstelle zur Altstadt einen modernen Bauabschnitt, sage ich, vom Bauteil 10 angefangen, über das Parkhaus bis daher zum neuen Dienstleistungszentrum. Und gegenüberliegend haben wir halt dann die Altstadt. Und ich glaube, dass das Entree in der Stadt Braunau sich sehr verändert hat, aber zum Guten und zum Besten. Sie wissen es alle, hier, genau da, wo wir jetzt dieses großartige Gebäude bekommen, war früher das sogenannte Dannerhaus. Das gesamte Gebäude hier ist auf Energiegewinnung, auf Nachhaltigkeit und auf CO2-Neutralität ausgelegt. Die erste Frage ist, was tut sie, wenn die neue Bank fertig ist? Was tut sie mit der alten Bank? Ihr habt sie so tief nach unten graben. Unser Obmann Dr. Scherzl hat schon erzählt, wir sind kräftig in die Tiefe gegangen. Das muss ja ein Riesentresor sein, den ihr da eingebaut habt. Also zur Beruhigung für alle Mieter. Bank bleibt Bank und Dienstleistungszentrum bleibt Dienstleistungszentrum. Also wir haben nicht vor, in das neue Gebäude zu übersiedeln. Die größten Herausforderungen bei den Bauvorhaben waren oder sind die beengten Platzverhältnisse. Da haben wir in der Innenstadt direkt an einem Kreuzungsbereich sind und rund um das Gebäude eigentlich relativ wenig Platz für Lagerflächen, für Schallungsmaterial und so weiter sind. Ja, es freut uns, dass wir fast schon das ganze Dienstleistungszentrum vermietet haben. Es kommt natürlich eine, die oberösterreichische Versicherung als Ankermieter. Dann sind wir sehr froh über das Kaffeehaus Zagler im Erdgeschoss. Dann kommt die Real Treuhand rein, Immobilien. Oben der Herr Dr. Turner als Orthopäde und natürlich auch die Firma Laturo, ein langjähriger Geschäftspartner von uns. Und es sind in Summe noch 3 Lokale frei. Ein Top im Erdgeschoss mit ca. 35 Quadratmeter, dann im zweiten Erdgeschoss, im zweiten Obergeschoss mit rund 119 Quadratmeter und ganz oben Penthouse mit rund 150 Quadratmeter. Ich freue mich sehr, dass ich eben auch da dabei bin und im dritten Stock sozusagen meine Ordination eröffnen darf, ganz in Krankenhausnähe. Also durch das Zusammenrücken des ganzen Unternehmens in kompaktere Räume ergeben sich ja neue Möglichkeiten, Infrastruktur zu nutzen, Informationen besser auszutauschen, und die Synergien werden uns dann sicher auch in diesem Haus extrem weiterbringen.